ich bin jetzt in Paris angekommen mit dem Zug. Hinter mir läuft gerade die Nele. Wir laufen jetzt zu einer Ausstellung. Wir wollten eigentlich zur Karl Lagerfeld Ausstellung und die wurde abgesagt. Und jetzt schauen wir uns eine Louis Vuitton Ausstellung an. Und ja, wir laufen jetzt durch diesen Park. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Und es ist ziemlich cool hier überall. Möwen, nur leider ja, ein bisschen kalt, aber das Wetter ist ganz okay. Ja, die Ausstellung war zu voll und jetzt sind wir in einem, bei La Durée, wo es die ganzen Macarons gibt. Das ist unser Auto für die Stadtrundfahrt, die kleine orangene Ente. Jetzt kannst du noch mal winken. Das kommt auf YouTube. Oh ja. Und da ist die andere Ente. Oh, YouTube. Wir machen jetzt gerade einen Fotostopp am Eiffelturm mit unseren Enten und es macht super viel Spaß, so eine etwas andere Stadttour zu machen. Und da hinten sind gerade hinter mir alle am Fotos machen. Ich bin jetzt gerade im Hotelzimmer. Ich habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht und ein bisschen was für den Blog gemacht. Und jetzt gehe ich zum Abendessen. Hotelzimmer würde ich auch noch gern zeigen, aber es ist schon so dunkel. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Vielleicht mache ich das einfach morgen früh. Das ist der Flur vom Hotel Creon. Ziemlich schmal und mit interessanten Zeichnungen an den Türen. Guten Morgen! Heute ist Shooting-Tag und Abreisetag und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, muss jetzt allerdings noch meine ganzen Sachen zusammenpacken und dann geht es zum Frühstücksbrunch. Und so sieht es übrigens hier draußen aus, wenn man aus meinem Fenster schaut. Wir waren jetzt frühstücken und jetzt laufen wir noch durch Paris und gleich um 1 Uhr ist dann das Shooting. Wir sind jetzt fast fertig mit dem Shooting. Die Nele macht jetzt noch Bilder und dann ist noch der Christian dran. Und da war's das. Und ich stehe gerade hier vor dieser coolen Tapete. Wir sind ja in so einer Pariser Wohnung. Die vermieten halt ihre Wohnung für Shootings und die Frau ist irgendwie, ich glaube, Innenarchitektin oder Designerin oder sowas und sieht halt hier auch echt cool aus. Also die ganze Wohnung ist voll mit so wunderschönen Hochzeitsaufnahmen von den beiden, die hier leben. Das ist so zum Beispiel die Aussicht. Hier ist diese Tapete mit den dunklen Blumenmuster. Da geht's runter in den Wohn- und Essbereich. Das ist jetzt alles total voll vom Shooting.